So, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ihr seht hier meinen Bokashi-Kübel, der seit dem 27.02. voll ist, also einen Monat schon. Und links daneben seht ihr einen Sack mit Kohle, also das spezielle Pflanzenkohle für Wasserspeicherung. Und hier seht ihr mein Tomatenbeet, das geplante. Und hier habe ich schon Rillen gezogen. In diese kommt nun als allererstes die Kohle unten rein. Nicht übertrieben viel, aber immerhin ein bisschen. Aus dem einfachen Grund unten rein, weil so die Tropfflüssigkeit aus dem Bokashi gespeichert wird. Die Kohle soll bis zu 600% mehr Wasser speichern wie die normale Humuserde. So, also beginne ich jetzt mal die Kohle in die Rillen zu tun. So sieht das dann aus, wenn die Kohle da drin liegt. Also das deutlich schwärzere ist die Kohle. Sieht sie auch hier auf dem Blatt. Das habe ich jetzt bis nach hinten so getan. Nun kommt der super stinky Bokashi drauf, der wirklich wahnsinnig riecht, weil das ja fermentierte Küchenabfälle sind. Ich lasse euch gerade mal, bevor ich loslege, kurz in den Eimer reinschauen. Auch hier ist übrigens schon Holzkohle drauf. Alle paar Zentimeter habe ich Holzkohle. Und wie gesagt, das ist jetzt einen Monat verrottet, fermentiert. Riecht wahnsinnig bestialisch, aber die Form der Dinge ist etwa gleich geblieben. Da sieht man also keine Änderung. Das war ein wirklich super Dünger und ich lege ihn jetzt in die Rillen und dann vererdet er da drin, bis ich im Mai nach den Eisheiligen die Tomaten reinsetze. Also fange ich dann mal an. Und so schaue das dann aus. Da findet sich alles. Hier zum Beispiel ein Kaffeepad, Teebeutel, Schalen von Karotten. Ich bin ja Vegetarier, fast Veganer. Fällt natürlich einiges an Küchenabfällen an. Deshalb sieht man hier auch immer wieder irgendwie Karottenschalen dazwischen, Teebeutel und so weiter und so weiter. Riecht nach wie vor bestialisch. Und das wird jetzt wieder geschlossen mit der Erde, die ich zuvor ausgehoben hatte. Nach dem Schließen sieht alles sehr harmlos aus. Kommt jetzt noch eine Ladung Wasser drauf aus der Gießkanne mit effektiven Mikroorganismen. Und alles, was so harmlos aussieht, stinkt trotzdem noch. Aber wie gesagt, das wird richtig gut. Eine richtig tolle schwarze Terra Preta Erde am Ende. So, das gleiche habe ich jetzt hier an meinen Johannisbeeren gemacht. Ich habe hier einfach einen Ring da rumgegraben und habe den mit Bokashi gefüllt. Und jetzt mal sehen, ob die sich berappeln, weil die sind ziemlich angegriffen. Was mir jetzt so nebenbei passiert ist, ist, meine Hacke ist abgebrochen. Ja. Das ist eigentlich ärgerlich. Muss ich mir mal was Besseres zulegen, am besten aus Metall oder so. Aber werde ich euch darüber berichten. So, das war's. Noch ein Blick auf Bogi. Nicht, dass sie nachher schmult, weil sie nicht aufs Bild durfte. Hallo Bogi. Ja, sag was. Meine Süße. Ach, was denn? Und dann ist Schluss für heute.
Tschüssi.